Willkommen zurück zum Let's Play Mass Effect und weiteren Gesprächen mit der Crew. Ich denke mal als erstes, wenn wir mit Rex reden. Was wollen Sie, Shepard? Reden. Warum sind Sie ein Söldner geworden? Dafür gibt es eine Menge Gründe. Ja? Nennen Sie einen. Ich musste zum Beispiel unser System verlassen. Ich musste essen. Ich musste überleben. Warum sind Sie nicht geblieben und haben Ihrem Volk geholfen? Ich habe versucht zu helfen und darum musste ich gehen. Okay. Was ist geschehen? Ich wurde verraten. Ich war der Anführer eines kleinen Stammes. Wir haben nach dem Krieg versucht, die Ordnung wiederherzustellen. Aber die anderen Stämme waren gegen uns. Sie schlossen sich Jarod an, einen der wenigen Warlords, die den Krieg gegen die Turianer überlebt haben. Aber er war alt und seine Vorstellungen auch. Er wollte den Krieg fortsetzen. Er wollte, dass wir gegen alle kämpfen. Turianer, Salarianer, gegeneinander. Ihm war egal, wie lange dieser Krieg dauern sollte. Solange wir nur kämpften. Was hatten Sie damals vor? Ich wollte nur Jarod zum Schweigen bringen. Sein ewiges Geschwafel. Ich wollte, dass er aufhört, die Stämme in die Irre zu führen. Aber er konnte nicht verstehen, wie sehr sich die Zeiten geändert hatten. Wir hatten nicht genug Leute für einen Krieg. Und selbst wenn, die Infektion sorgte dafür, dass wir nicht ausreichend Nachwuchs produzieren konnten. Ich sagte allen, dass sie den Krieg vergessen sollten. Wir mussten uns um das Nachwuchsproblem kümmern. Zumindest für die Dauer einer Generation. Und für eine Weile schien es gut auszusehen. Einige der Stämme erholten sich. Ja, das ist doch mal schön. Das dürfte dem Warlord nicht gefallen haben. Nein, es gefiel ihm nicht. Na klar. Er arrangierte ein Crush-Treffen mit den anderen Stämmen. Ein Treffen was? Auf neutralem Boden. Ach so. Er wollte sprechen. Wir trafen uns bei den Hollows, nahe den Gräbern unserer Vorfahren. Wir bewahren die Schädel unserer Toten sichtbar auf, damit wir immer wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen werden. Es ist der heiligste Platz der Kroganer. Gewalt ist hier nicht erlaubt. Naja, aber ich denke mal, es wurde Gewalt ausgeübt. Klingt für mich wie eine Falle. Das hätte Ihnen auch klar sein müssen. Das war es auch. Aber wenn Ihr Vater Sie zu einem Crush-Treffen einlädt... Sein Vater? Sogar für uns gibt es einige heilige Gesetze. Jarod war Ihr Vater? Ja, das war er. Alter! Bis zu diesen Tagen. Wir haben damals gesprochen, aber wir wurden uns nicht einig. Als ihm klar wurde, dass ich mich ihm nicht anschließen würde, gab er das Signal. Seine Männer sprangen aus den Gräbern unserer Vorfahren wie untote Kroganer. Meine wenigen loyalen Männer wurden schnell umgebracht. Ich konnte fliehen. Aber zuvor konnte ich noch meinen Dolch tief in meines Vaters Brust versenken. Und darum musste ich gehen. Nett. Und darum... werde ich nie wieder zurückgehen. Bis dann, Rex. Shepard. Ein sehr aufklärendes Gespräch. Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Sicher. Ich sehe mir nur die Post von zu Hause an. Oh, warte mal. Wir haben Kaidan in einem Video von Normandy gesehen. Ziemlich schnuckelig. Mach's gut, Schwesterchen. Oh mein Tun Gott. Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Interessieren Sie sich für den Lieutenant, Chief? Natürlich nicht, Sir. Verbrüderung ist gegen die Regeln. Was liegt an? Sie sind doch nicht hier, um sich meine Privatgespräche anzuhören. Eigentlich Ihre doch. Ihre Familie scheint Ihnen sehr wichtig zu sein. Ja, wir haben uns schon immer sehr nahe gestanden. Besonders meine Schwestern und ich. Da mein Vater so oft weg war, half ich meiner Mutter, sie aufzuziehen. Ihre Schwestern reden immer noch mit Ihnen, obwohl Sie sie mit aufgezogen haben. Erstaunlich. Zwischen Sarah und mir hat es eine Weile lang ziemlich gekriselt. Dann haben wir uns vertragen. Das klingt, als wäre Ihr Vater nicht oft da gewesen. Oh. Hat Ihre Familie nicht in seiner Nähe stationiert? Mein Vater wollte immer im All dienen. Doch er bestand darauf, dass wir richtigen Boden unter den Füßen haben. Er sagte, der Weltraum ist schön, aber man kann dort keine Familie gründen. Kann man ich wohl. Ich kann nicht rasten vom Reisen. Ich will das Leben trinken, bis zum letzten Tropfen. Ich habe es jederzeit sehr genossen, habe sehr gelitten. Sowohl mit denen, die mich liebten, als auch allein. Denn ständig umherziehend mit hungrigem Herzen, habe ich viel gesehen und kennengelernt. Städte der Menschen und Gebräuche, Klimazonen, Ratschlüsse, Regierungen. Ich wusste nicht, dass Sie klassische Literatur mögen. Oh, jetzt schweifst du eine Poesie ab. Das war das Lieblingsgedicht meines Vaters.
Jedes Mal, wenn er wieder weg musste, ließ er es mich vorher auf Band sprechen. Am Ende hat er bestimmt ein Dutzend Versionen. Mag er es heute auch noch? Das hoffe ich. Ich lese es immer laut an seinem Grab, wenn ich nach Hause komme. Ups. Mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Aber er wacht bestimmt immer noch über uns. Wenn das mal kein Fettnäpfchen war. Sie meinen von dem Ort aus, an dem wir uns nach unserem Tod aufhalten? Genau, Skipper. Er ist jetzt bei Gott. Sie haben doch kein Problem damit, oder? Dass ich an Gott glaube. Hey, tu ich doch auch. Kennen Sie das Sprichwort, im Schützengraben gibt es keine Atheisten? Ich habe schon in vielen Schützengräben gelegen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mir sind schon viele Leute begegnet, die mit meinem Glauben nichts anfangen konnten. Kann ich nicht an eine höhere Macht glauben, nur weil ich im All arbeite? Mann, hallo? Haben diese Leute denn noch nie aus dem Fenster gesehen? Wie kann man sich diese Galaxis ansehen und nicht an irgendetwas glauben? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen. Ich wollte Sie auch gar nicht so lange aufhalten, Commander. Wegtreten, Chief. Sir? So, dann müsste noch Tali übrig sein im Maschinenraum. Habe ich eigentlich schon geguckt, was ich alles einkaufen kann? Muss ich gleich nochmal machen. Shepard, gut, dass Sie hier sind. Schön, Sie wieder lächeln zu sehen. Gewissermaßen. Ich schlafe jetzt viel besser. Ich habe mich wohl an die Stille auf diesem Schiff gewöhnt. Aber ich denke immer noch viel an meine Pilgerreise. Ich weiß, dass Saren höchste Priorität hat. Ich hatte nur gehofft, auf einer der vielen Welten, die wir aufgesucht haben, etwas zu finden, das ich zurück zur Flottille bringen kann. Was hoffen Sie denn zu finden? Normalerweise bringen die meisten ein ausgedientes Schiff mit, das wir als Ersatzteillager nutzen. Aber ich brauche etwas Besseres. Man erwartet viel von mir. Warum erwartet man so viel von Ihnen? Es hat mit meinem Vater zu tun. Er ist ein hohes Mitglied des Admiralitätsrates. Er ist einer von nur 5 Leuten, die die Entschlüsse des Konzils zum Wohl der Migrantenflotte überstimmen können. Bahnhof? Mein Vater ist verantwortlich für das Leben von 17 Millionen Leuten, für unser ganzes Volk. Und ich bin sein einziges Kind. Dann sind Sie so etwas wie eine quarianische Thronfolgerin. Nein, so funktioniert das nicht. Die Position meines Vaters ist nicht vererbbar. Ich persönlich werde wohl niemals im Admiralitätsrat sitzen. Man weiß nicht. Offiziell bin ich eine gewöhnliche Bürgerin wie alle anderen. Aber in der Praxis sieht das anders aus. Aufgrund meines Vaters haben mich die Leute immer anders behandelt. Sie müssen viele Privilegien genießen. In meiner Kindheit hatte ich es wohl leichter als die meisten anderen. Aber es gibt auch Nachteile. Leute wie mein Vater haben viele Feinde. Und sie zögern nicht, mich zu nutzen, um ihm zu schaden. Das muss schwer für Sie sein. Mein Volk legt hohen Wert auf die Familie und die Herkunft. Es gibt die unausgesprochene Erwartung, dass ich in seine Fußstapfen trete. Ja, super. Alle erwarten von mir, dass ich etwas ganz Besonderes von meiner Pilgerreise mitbringe. Etwas, das unser Leben positiv und dauerhaft verändern wird. Wenn ich es nicht schaffe, gelte ich als Versagerin. Und das hätte unangenehme Folgen für mich und meinen Vater. Was zum Beispiel könnten Sie denn mitbringen, um alle glücklich zu machen? Etwas, was uns helfen kann, die Geht besser zu verstehen. Seit unserer Flucht haben sie sich deutlich verändert. Sie scheinen sich zu entwickeln. Wir haben sie gründlich studiert, aber es ist nicht einfach. Sie sind sehr scheu. Noch bis vor kurzem haben sie den Nebel niemals verlassen. Und alle Geht, denen wir jetzt begegnet sind, stehen unter Sarens Kontrolle. Wir müssen Geht finden, die eigenständig agieren, unabhängig. Aber ich will damit nicht unsere Mission behindern, Shepard. Erst müssen wir Saren aufhalten. Dann werde ich mich um meine anderen Probleme kümmern. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Naja, dann haben wir jetzt auch mal alle Crewmitglieder durch. Mal gucken, was ich vielleicht einkaufen kann. Brauchen Sie... Sonst wäre ich ja nicht hier. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Das, was ich haben will, kann ich natürlich nicht haben. Ein schönes neues Sturmgewehr. Naja. Ich belasse es da mal besser bei meiner Ausrüstung. Aber ein bisschen verkaufen könnte man, denke ich mal. Nee, die könnte ich vielleicht noch gebrauchen.
Ganzen Upgrades kann ich auch noch gebrauchen. Naja. Dann auf zur Brücke. Was für ein überflüssiger Aufzug. Überhaupt. Ja. Achso, da ist ja die Karte, hat mich ein weniglich verlaufen. Kann auch mal passieren. Ja. Warum kann ich die Karte nicht anwählen? Jetzt geht's. Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Nicht die Bürokraten. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein können. Oh mein Gott! Was für Informationen? Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Sie meinen Spione? Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich. Tue ich doch gar nicht. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren. Ja? Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmer. Ah, Würmeier. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten Ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Nein, wie nett. So, könnte ich bitte jetzt die Galaxiskarte auswählen? Ja. Halt mal. Ich weiß wieder nicht, wo ich hinfliegen muss, um diesen Dr. Saleon zu finden. Scheiße, ich vergesse das immer wieder. Tagebuch, Aufträge. Das Herrschersystem im Kepler-Randsektor. Hoffentlich finde ich das auch. Also erstmal den Kepler-Randsektor. Nein, nein, nein. Ah. Nein? Ja. Dann das Herrschelsystem. Also hier. Ach ja, ich war immer noch in Ferros angedockt. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Aha. Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Sagen Sie mir einfach, wie ich Sie aufhalten kann, Admiral. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Keine Sorge, Admiral. Ich werde das Ding ausschalten. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen. Aber sie sind immer noch ein Mensch.
Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir... Ist ja gut. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, ja. Shepard. Viel Glück. Das war ganz dolle nett von dem. Aber erstmal muss ich Dr. Salion finden, aber das wäre es in der nächsten Episode. Bis dann.